Es gab schon zu DDR-Zeit Sanierungen. Unter erschwerten Bedingungen hat man bereits 1956, indem man von der Turmplattform aufbauend eine Einrüstung aus Holz errichtete, um dann den Turm mit Schiefer neu zu decken. Später sah der Schiefer so aus. Durch Wind- und Wettereinflüsse lösten sich die Platten von der Verkörnung und flogen wie Wurfgeschosse auf dem Pferdemarkt. Eine akute Gefahr für Passanten. Es musste was geschehen. Aber es musste etwas Dauerhaftes sein in Form von Kupferblech. Aber so etwas zu realisieren, ohne Baukapazität, ohne Material, in der schwierigen DDR-Zeit, war nicht einfach. Durch viele Tricks und die durch des Improvisierens konnten dann doch 1984 eine Lösung gefunden werden. Und stellen Sie sich vor, das benötigte Kupfer und das Zinkblech wurde schwarz beschafft, ohne Einholung von staatlichen Stellen. Die Einrüstung des Turmes mit rostigem Rohrkupplungsgerüst erfolgte durch eine Firma aus Plau. Hier die neue Turmkugel und die neu angefertigte Wetterfahne, alles mit Blattgold überzogen. Aber die Freude dauerte nicht lange. Bereits 1994 stellte man fest, dass die Standfestigkeit des Turmes nicht mehr gegeben ist. Vor der Abhebung des Turmhelmes muss dieser erstmal mit einem Stahlskelett stabilisiert werden. Ansonsten besteht Gefahr, dass dieser bei der Abhebung auseinanderbricht. Ein 220-Tonnen-Kran mit Ausleger weit über 50 Meter hebt die Turmhaube.
Da die neue Trägerkonstruktion aus verzinktem Stahl bereits vorher fertiggestellt wurde, konnte auch zügig in gleicher Art und Weise der Turmhelm wieder hinaufgehievt werden, um diese dann anschließend wieder mit Beton zu ummanteln.